Die letzten Tage waren richtig spannend für uns. Sie haben es vielleicht mitbekommen, in unserer größten Schweinfurter Pflegeeinrichtung hatten wir einen positiven Fall und dann natürlich Test für alle Mitarbeiter und Bewohner. 250 Tests, 3 Tage haben wir gewartet. Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes alle negativ. Das macht deutlich, unter welchem Druck wir stehen. In unseren Arbeitsbereichen, in der Pflege, in der Beratung, in der Flüchtlingshilfe, in der Behindertenhilfe und der Jugendhilfe, welche tägliche Anspannung für uns da wirklich immer spürbar ist. Diese Anspannung ist richtig brutal für jeden von uns. Wir können nicht ins Homeoffice gehen oder Schilder an die Bürotüren hängen. Wir wollen und müssen da sein und da bleiben. Ich erwarte und fordere, dass das gerade jetzt gesehen wird und auch in Erinnerung bleibt. Da sind jetzt zum Beispiel die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und ich kann mir gut vorstellen, ich würde es mir auch wünschen, dass spürbar wird die Lohnerhöhung bei denen, gerade auch bei den Menschen, die in pflegerischen Berufen sind, in Berufen sind, wo man jeden Tag, gerade auch jetzt, präsent ist. Die Auswirkungen dieser Verhandlungen werden dann auch zwar mittelbar, aber im Ergebnis genauso in den Tarifen der diakonisch-kirchlichen Diensten spürbar sein. Es gibt noch andere Baustellen, an denen wir arbeiten und Fragen, die ich hier ausdrücklich stellen will. Werden wir ernst genommen, wenn ein ambulanter Pflegedienst in einem Krankenhaus anruft und sagt, bitte testet vor der Entlassung in die Häuslichkeit die Patienten, die wir dann dort weiter pflegen sollen? Ich habe den Eindruck, diese Forderung wird nicht ausreichend ernst genommen. Wie ist das mit unseren Tagespflegeeinrichtungen? Im Moment werden wir unterstützt und gefördert, weil wir nur 50% der Plätze belegen dürfen aus Gründen der Pandemie. Aber diese Förderung wird wahrscheinlich bald auslaufen, ohne dass wir eine andere Belegung haben können. Das ist ein existenzielles Problem für diese Einrichtungen. Und nicht zuletzt und ganz besonders auch möchte ich die ErzieherInnen und die SozialarbeiterInnen nennen, die gerade jetzt, wo die Sozialkontakte wieder reduziert sind und auch vermutlich eine ganze Weile reduziert sein müssen, wird gesehen, was diese Damen und Herren, was diese Menschen jeden Tag gerade auch in dieser Zeit tun, um eben den Kindern, den Jugendlichen, den Familien, den Ratsuchenden wirklich auch zur Seite zu stehen. Da gilt es wirklich immer wieder darüber zu sprechen und auch deutlich zu machen, dass das wesentliche Aspekte, wesentliche Beiträge zu unserem Zusammenleben in diesem Land sind. Also bleiben wir dran, Sie in Ihren Einrichtungen und Diensten, ich in den Gremien und Netzwerken.